Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei FIFA 19 Ultimate und wir führen 1:0 zur Pause. Wir sehen auch von der Statistik her einmal als Übersicht, dass wir ein bisschen besser unterwegs waren. Von den Schüssen her, wir sehen es 4:1 und auch alle müssen 16, also innerhalb. Ballbesitz, ja okay, gehört uns auch recht eine Menge Zweikämpfe, wo sie geführt werden und verloren gewonnen werden, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, wir machen weiter und gegen Slavia Prag. Wir sehen ja unsere Jossi, Pedersen und Köpke da vorne. Eigentlich recht gute Spieler durch Tuddles und Kagawa. Die beiden sind natürlich sehr wichtig hier. Und in der Verteidigung, wir sehen, wir da haben wir noch Nachholbedarf. Und da müssen wir mal erstmal auf 70er Spieler kommen. Das heißt, einen Linksverteidiger und einen Innenverteidiger der Stärke 70 müssen wir noch holen. Brauchen wir um die 1000 Münzen, wenn wir den auf dem Transfermarkt holen möchten. Anstoß und damit läuft die zweite ja. Hälfte dieser Partie. So. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt. Na, schade. Durch. Da müssen sie aufpassen jetzt. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Gut aufgepasst vom Torwart. Oh. Rückpass zum Torwart. Rob. Er versteht sich sehr gut mit seinen Mitspielern. Und man merkt ganz deutlich, er ist wirklich ein Teil der Mannschaft. Flanke jetzt. Oh. Da ist das Ding aber. Jawohl. Jetzt sehen wir mal. Der erste Angriff war gut, allerdings nicht ganz sicher verwandelt. Und dann ist er. Wer ist es? Jawohl. Tolisso, der Franzose, schiebt die Kugel rein, 1:0, sein erstes Tor hier im ersten Spiel und ganz, oh, da fällt er erstmal hin. Das könnte gefährlich werden. Und wieder über rechte Seite, der schnelle Mann, da der Köpke, der lohnt sich total. Und oh, Junge, 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 Jesse schiebt die Kugel vorbei. Ja, super Spiel von ihm, muss ich sagen. Ist eigentlich schade, seine schwere Verletzung in Wirklichkeit jetzt, ja, ne? Ein ganz guter Spieler. So, jetzt haben wir wieder den Ball. Am Fuß noch nicht ganz. So richtig. Die Teamchemie stimmt einfach nicht. Ja, sie haben noch nicht zueinander gefunden bisher. Da kann man sicher noch dran arbeiten. Oh. Nils Pedersen. Ah, jetzt sind wir ein bisschen Tempo raus. Ach, schade. Sie sich. Ballverlust. Da geht er auf Nummer sicher. Zurück zum Torhüter. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Ja, das war jetzt gut. Slavia Prag ist gar nicht in den Zweikämpfen gar nicht so unterlegen, ne? Das ist ja schon. Ganz 1A geklärt, muss man sagen. Schauen wir nochmal die geilste Kläraktion an, die ich bislang gesehen habe. Ne, das war die nicht. Auswechslung, ja. Können wir da was tun? Unsere Mannschaft ist eigentlich noch nicht so in der Breite aufgestellt. Ich könnte höchstens hier Rupp austauschen. Gegen einen etwas schnelleren, aber ich würde fast meinen, dass das einfach wenig Sinn ergeben würde. Und wir bleiben erstmal so in der Formation, wie wir sind. Ecke kommt. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Und noch ein Action. Ja, spielen wir Spiel einfach runter. Ecke, Ecke, Ecke. Ecke kommt rein. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Spielt er den Ball in den Strafraum. Den Ball hat er gut so. Geklärt. Jetzt haben wir den Ball.
aber einfach ja nur geklärt. Dementsprechend alle. Jawohl. Da solche Einwürfe, ne? Der Ball, der eiert da immer rum, das ist ja. Kagawa. Nils Petersen. Lassen den Ball laufen, aber jetzt bräuchten sie auch mal einen Zug zum Tor. Ah, schade. Ja, schön geklärt. Die Flanke ist immer ganz gut von ihm. Also, vielleicht müssen wir noch ein bisschen Flanken verbessern. Schade. Mega eng da, ne? Da kommst du ja gar nicht mehr. Toller Pass. Den Ball spielt er gut. Und der Torwart den Ball. Und so, die letzten 15 Minuten jetzt. Nils Petersen. Schöne Aktion. Den spielt er steil. Lukas Rupp. Da schießt er. Jo, schade. Ein schöner Schuss, aber abgefälscht auch noch. Deswegen Ecke. Ich wollte gerade sagen, schade. Jetzt sehen wir nochmal den Schuss und dann. Ach, er kam noch dran, der Torwart. Eieiei, Glanzparade hier, da gibt's ja gar nicht. Da kommt die Ecke. So, erstmal geklärt nach dieser Reingabe. Ja, so viele Anspielstationen und dann sucht er sich den aus, den er. Ja, nicht richtig anspielen kann, das ist immer so schwierig, wenn zu viele Leute auf dem Haufen stehen, dann passiert das wohl, dass das nicht so wirklich gut endet, wie man das gerne hätte. Aber wir haben das Spiel ja im Griff, auch wenn wir da jetzt noch weit weg sind vom super Ergebnis. Shinji Kagawa jetzt. Aber Kagawa ist heute, ich weiß nicht, also immer irgendwie nicht gut anspielbar oder er passt halt so, dass man da nicht viel mehr machen kann. Spielen noch sehr defensiv und das dementsprechend wird das auch hier nicht zur Zeit höher einfach ausfallen. Das ist ja alles schon so, dass ja, wie soll man sagen, einfach die Mannschaft von Slavia Prag immer noch sehr, sehr hinten. Ich aber jetzt hier, das war mal ein super Pass und Nils Petersen kommt hier und verliert aber auch den Ball, wird aber schnell geklärt. Das heißt, der Angriff ist noch heiß. Und das wird auch die letzte Phase sein, die letzte Angriffsphase hier. Es steht 2:0 und Slavia Prag sehr spät, sagen wir mal, mit dem Offensivdrang. Die Nachspielzeit 2 Minuten, viel Zeit. Und leider nur ein Schüsschen. Der Rupp, der hat das schon mal versucht und dann, ja, zu wenig Power hinterm Ball. Dann kriegt er nicht genug Druck dahinter. Ja, aber hier. Ja, Spiel ist aus. 2:0 der Sieg. Auch hier, das war. Oh, das sind ja gewaltige Pfiffe hier. Okay, die neuen Kräfte sorgen dafür, dass das Spiel ganz sicher ja, gewonnen werden kann. Ob das jetzt eine Verbesserung der Mannschaftsleistung war oder eine gleiche fast, kann man schlecht sagen. Gegen unterschiedliche Gegner, unterschiedliche Stärken. Slavia Prag, was auch viel ist, bis zuletzt nicht richtig rausgegangen, also hat kein offensives Spiel gemacht hier und dann ist es auch schwierig, da ja, leistungsstark oder wie soll man, oder noch mehr Tore zu machen, wenn man dann hinten drin steht und das kontinuierlich. Wir haben die 9 Punkte, das heißt Aufstieg ist perfekt, für den Titel brauchen wir 12 Punkte, das heißt ein Sieg noch und verbleibende Spiele sind noch 7. Ja, schauen wir mal, was da passiert. So, Einsteigeraufgaben, Tagesaufgabe, Doppelkopf. Einmal
Ein Positionsmodifikator. Ah, wir können aus einem ZMNZOR machen oder so etwas, ja. Okay. Ich weiß gar nicht, was das bringen würde, ne? Auf Transfermarkt anbieten. Sofortkaufpreis 5000, Dauer eine Stunde, Startpreis. Können wir machen, kriegen wir ein paar Münzen. Ich glaube nicht, dass ich brauche keinen ZOM. Machen wir das. So. Absolviere eine Einzelspielerpartie. Silberverträge Pack habe ich gewonnen. Das öffnen wir natürlich auch gleich wieder. 4 Silber. Kaderpflege zum Knallerpreis. Erhalte 4 Silberverträge. Bedeutet es 4 Spieler, die Silber sind? Ich weiß es noch nicht. Schauen wir uns das an. Ach so, Spielerverträge. Okay. Managervertrag können wir verlängern und Spielerverträge. Und ich weiß nicht, plus 10, plus 10, plus 8, was das auch mal bedeuten soll. Ach so, das ist je nachdem, was für Spieler das sind, ne? Und ja. Das brauchen wir doch mal, weil Verträge, ich weiß nicht, ich kenne mich noch nicht aus, wir behalten auf jeden Fall natürlich alle Objekte hier. Und wir wollen ja die Spieler alle behalten, ne? Der Verein abgeschlossen. Wir haben jetzt Stufe 2 erreicht. Glückwunsch, du hast Challenge dieser Gruppe abgeschlossen. Folgebelohnung erwarten dich. Bonus Pack Silber. Und ich komme immer noch nicht ganz klar, wo jetzt Spieler drin sind. Auch hier scheint mir kleiner und günstiger als normale Silberpacks und sehr beliebt. 4 gemischte Objekte, alle Silber. Mindestens ein Spieler ist hier dabei. Okay, steht da jetzt drauf. Dann öffnen wir das Ding in dieser Folge und schauen, was für ein Spieler da drin ist. Und da geht's los. Silber. Die Stärke wird dann wahrscheinlich bei 70 sein. 67. Rechtes Mittelfeld. Ja, gar nicht so unser Spieler jetzt, ne, den wir brauchen würden. Von unserer Formation her. 67 Stärke, das ist gut. Und ja, ich würde sagen, ich weiß nicht, den würde ich gleich lieber Torwarttraining. Kas Jupun Gas Trikot, okay. Ich weiß gar nicht, wofür wir die ganzen Trikots brauchen. Wahrscheinlich schnell alles zum Schnellverkauf. Auf die Transferliste. Wie geht denn das? Spielen. Geht das überhaupt? Zum Schnellverkauf. Warum kann ich das denn nicht auf die Transferliste setzen? Nee, nicht alles. Ja, wir verschieben das einfach mal so. Ah, guck. Ich kann das hin und her schieben, wie ich möchte. So. Ach, das geht gar nicht. Den können wir zum Schnellverkauf machen. Mindestens ein Objekt. Was auch immer. Null Münzen. Irgendwie. Da kann ich ja besser behalten, ne? Also, wenn ich null Münzen einbringe. Das Trikot auf jeden Fall. Ein Objekt. Spielerverträge, das ist super. Torwarttraining lassen wir auch. Einen neuen Spieler. 67. Eieiei. Objekt bestätigen. Und Objekt Schnellverkauf. Bist du so wie ich schnell im Hinweis? Jo. Das hat keine Münzen eingebracht. Okay. Ich dachte, vielleicht werden die Münzen später angezeigt. Einsteigeraufgaben, Tagesaufgaben, Wochenaufgaben. Oktoberfest. Bereite diese Woche 7 Tore mit Bundesligaspielern vor. Ah, okay. Das ist ja cool. Mal gucken, da kriegen wir irgendwann Belohnung. Ich würde einfach. Das können wir nicht. Ja, gut. Können wir das Oktoberfest beeinflussen? Ein bisschen vielleicht. Ich habe genug Bundesligaspieler, so ist ja nicht. Tolles Toll, Kagawa. Es müsste möglich sein. Effekt. Erziele diese Woche 10 Tore mit angeschnittenen Schüssen. Jetzt habe ich 3 gemacht. Müsste ich nochmal ganz genau gucken, vielleicht wie man anschneidet. Das war, glaube ich, nur D. Start im Blick. Trifft bei 5 separaten Rivals-Siegen mit einem Serie A-Teamspieler. Das wird vielleicht schwierig. Und wir müssen auch nicht alles schaffen. Wir sehen aber auch, dass wir die beiden Sachen ja schon gemacht angefangen haben. 11 Spieler, absolviere 11 Spiele,
Ja, Tagesaufgabe. Kaufe einen Spielervertrag. Ja. Ja. Und dann haben wir einiges schon gemacht. Einsteigeraufgaben. Chemieverbesserung. Bring mich dahin. Und da sehen wir, was man kriegen kann. Ein ja, Belohnungspaketchen. So. Gleiche zwei Spieler, die Liga oder die Nation ab. Ah, okay. Denn das bedeutet theoretisch, dass wir dann, zum Beispiel haben wir sehr viele deutsche Spieler, gleich Liga, ne? Deswegen passt das hier. Das hier passt überhaupt nicht. Kagawa, gleiche Liga, so schwierig. Und ja, das passt hier sehr gut, ne? Ihr seht das. Gleiche, achso, okay. Grün wird dann gleiche Liga und Nation sein. Orange ist dann gleiche Liga. Und wir haben hier, ja, da müssen wir einen deutschen linken Verteidiger haben. Ich habe nur einen Engländer hier. Das wird schwierig so. Wie ich das abmachen soll, weiß ich auch noch nicht. Rechts ebenso. Ein Chinese habe ich sonst nicht. Also das ist, Engländer habe ich zwei Stück. Aber es ist, spielt einfach keine Rolle. Wir können das nicht machen. Wir könnten höchstens tauschen, ne? Also wenn ich sage, pass auf, Kagawa und, aber wir sehen es auch. Da ändert sich nichts durch. Aufgabe gemeistert. Ah, okay. Ja, das war eine leichte Aufgabe. Holen wir die Belohnung. Gemischte Verträge. Pack, also wieder ein Pack gewonnen. Auch das öffnen wir gleich. Ein Gold. Spielerverträge, 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 Spielerverträge. Wahnsinn. Bis zu 13 Spiele bleibt er dann. Ich finde, die Spielerverträge sind ganz wichtig. Behalten wir natürlich. So, Vertragsverlängerung. Ja, das können wir gleich mal machen. TTOW Challenge. Vertragskauf. Okay. 150 Points können wir auch machen. Ja, was wir machen können, ist zum Beispiel hier, sehen wir 6 Stück. Steht da ja. Das für Kagawa und Tolis soll. Ich würde erstmal wieder tauschen und dann sagen wir da Aktion. Und wir brauchen auf jeden Fall für etwas Vertragsmäßiges bei ihm. 13 Spiele, ne, das ist natürlich hier Bronze, ein Spiel mehr, ist natürlich wenig. Ich würde Silber erstmal nehmen. Dann ist schon mal 6 Spiele bei uns dabei. Genau, achso, da ist er platziert. Vertragsbonus. Ich weiß nicht, kann man noch einen machen? Ach so, ist ein Leihspieler. Ah, okay. Ja. Das heißt, der wird definitiv irgendwann gehen. Schade. Das möchte er deswegen auch nicht machen. Wir sehen es hier. Aktion, Auswahl. Ja, lässt sich nichts machen, ne? Zudem gekündigt auf Leih. Schade, denn sind Kagawa und Tolisso nur Leihspieler. Okay. Dann wählen wir einfach den nächsten Spieler aus. Kagawa geht natürlich auch nicht. Rupa hat 42 Tage. Das, da will ich jetzt natürlich so ein Bronze-Ding benutzen. Und ist schon passiert jetzt, ne? Es hat er schon verlängert. Das reicht dann. Ja, 150 Münzen. Belohnung holen. Und ich würde es fast vorschlagen, ich weiß nicht, was das ist, aber ich will nochmal auch in unsere Mannschaft gehen. Spielregeln, fair und sicher spielen, Transfermarkt. Hallo FIFA-Fans, zu Beginn von FIFA Ultimates in FIFA solltest du dir die Spielregeln für den Food-Transfermarkt anschauen, um dir Sicherheit deines Tennis-Kontos zu gewährleisten. Annehmen. So. Ich würde ganz gerne das Team nochmal anklicken. Wir haben dann. Ich würde gucken, also linker Verteidiger, da müssen wir was tun. Dann klicke ich den an. Und sage mal Aktion. Spieler austauschen. Wir suchen jetzt nicht in meinem Verein, sondern auf dem Transfermarkt. 10.000.
Ist natürlich eine Menge, 3700. Wir könnten, hat er Kontakt mit unserem Franzosen, der jetzt aber ja nur leihweise da ist. 66er Stärke, 600. Oder 71er ist auch ein Franzose, aber der ist so teuer. Ich würde uns vielleicht ein bisschen verbessern. Ich wollte eigentlich nicht die Sicht verändern, ich wollte... Nächste Seite, C. Ja, da kommen jetzt ja... Achso, die werden ja alle... Was habe ich hier denn jetzt? Die sind ja günstig, oder? Achso. 750. Okay. 750. Er ist natürlich dumm. Ein Deutscher hat den Vorteil, dass das besser passen könnte. Verbleiben. Achso, das ist in Sekunden. Okay. C. Vorige Seite. Doom ist schon weg. Hövedes, na klar. 18.000 habe ich jetzt nicht. Und. So, 1600. Wenn wir 71er nochmal. Der ist auch günstig. Ja, also man kann ja schon Schnäppchen machen, ne? 59 ist definitiv nicht schlecht. Und. Oh, Scholek. 10.000 finde ich mega viel. Wendell. Ah, Wendell, das ist natürlich recht teuer. Aktuelles Gebot. Ach, schade. Wie viel kommen wir überhaupt? 1400 geht ja gar nicht. Mandy, Sean. Ja, jetzt bleibt das recht teuer. Ja. Einmal nur. Ist das jetzt ein Fehler hier? Ah ne, da kommen wieder neue. Douglas Santos könnten wir nehmen. Aber mit Hamburg ist er nicht in der passenden Liga. Wir wollen ja auch die Atmosphäre ein bisschen gut haben im Team. Fuchs. Leicester City, ne? Also der ist bekannt. Hat leider die nicht richtige Nation so. Mal gucken, was wir so finden hier noch. Ja, 200 kann man natürlich anbieten. Ja, ich weiß auch noch nicht, wen ich hier nehmen möchte. Aber ja, der für 750, das wäre es gewesen, ne? Also tatsächlich, muss ein bisschen Gefühl dafür bekommen, dann kann man sich auch die richtig guten Spieler günstig holen. Jetzt habe ich, keine guten mehr so gesehen, die jetzt passen würden. Und vor allem, die so günstig waren, ne? Also. Dann haben wir nochmal Wendell. Wendell taucht ein paar Mal auf. Ja, die Sofortkaufpreise sind einfach. Da, Hector, 900, den holen wir. So. Jetzt kaufen. Jawoll. Finde ich cool. Also, da haben wir einen tollen Spieler gefangen, sagen wir mal, für. 900, ne? Also das ist jetzt ja wirklich gut. Ein D durchsuchen, nein, brauchen wir nicht. So. Und schon haben wir einen. Von der Nation passt es. Liga 2. Aber linker Verteidiger. 79 Hector. 72 da. Das heißt, demnächst müssen wir nochmal einen Innenverteidiger neu stricken. Aber das reicht erstmal so aus. So, das war's von mir aus erstmal. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Aufgaben einfach dann weiter fortführen. Ziel soll jetzt gleich sein, ich sag mal, was ist dann? Eine TOTW-Challenge. Ne? Spiel eine Partie gegen ein Team of the Week-Match. Ein Team of the Week-Match.
Mannschaften findest du die besten Spieler in Ultimate Team? Nimm die Herausforderung an und absolviere eine Partie gegen ein solches Team. Je besser dein Ergebnis ist, desto besser ist auch deine Belohnung. Das klingt richtig schwer und entspannt, aber wir haben jetzt ein tolles Team mit Hector, den wir uns dazu geholt haben. Und man kann also sehen, die Mannschaft, ich finde doch, man kann sie gut verbessern, wenn man da ein Schnäppchen auf dem Transfermarkt macht. Ein Hector 79 war der, ne? Also 79er Stärke für 900 Tacken, genau wie Nils Pettersen. Die knacken die 80er Marke ja nicht, aber muss ja auch nicht, ne? Wir sind jetzt ganz knapp unter 80er und müssen unbedingt hier noch dann Punkte weiter verstärken, dass wir alle so im Bereich 70 sind und dann kommen, ne? Also wir leveln uns langsam nach oben und die Leihspieler, noch sind sie ja da, 6 Spiele. Ich hoffe, dass wir da wieder ein paar bekommen werden und dann müssen wir vielleicht auch da zuschlagen, also ein bisschen Geld sparen, dass wir 2.000 haben vielleicht für unsere Offensivspieler, die dann nach 6 Spielen wegfallen, aber bis dahin haben wir auf jeden Fall die 2.000 auch wieder sicher. Und na gut, ich bedanke mich auf jeden Fall wieder mal fürs Zuschauen und hoffe, dass das nicht zu schlimm ist, dass ich bei den Spielen, sag ich mal, die Halbzeitpause nutze, um mein Let's Play zu unterbrechen und jetzt nach dem Spiel auch wieder. Dann, wir haben ja immer so ein bisschen was zu tun, vielleicht spiele ich auch mal wieder ein Spiel durch, je nachdem wie viel Zeit immer vergeht, aber besser das als Folgen von, ich sag mal, 45 Minuten zu haben, das ist ein bisschen lang manchmal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.